Wir schreiben das Jahr 1905. Auf Schalke wird schon seit einem Jahr Fußball gespielt. Und in Ronsdorf? Auch dort überlegen sich einige junge Männer, eine Mannschaft zu gründen. Und sie gründen gleich einen ganzen Verein, den TSV 05 Ronsdorf. Und auch heute, knapp 110 Jahre später, wird hier immer noch gekickt. Mit vielen Mannschaften, vielen Jugendlichen und ganz viel Engagement. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Herr Schmitz, Sie sind der erste Vorsitzende des TSV Ronsdorf. Warum machen Sie diesen Job und was ist das Besondere an Ihrem Verein? Ja, ich habe selber als Sechsjähriger hier angefangen, von daher fast bald schon 40 Jahre hier. Und das, was ich als Jugendlicher erfahren habe, gebe ich eigentlich jetzt wieder zurück. Jetzt sehen wir ja, die Kinder kicken hier auf einem Kunstrasenplatz. Seit wann gibt es den und hat es irgendwie mehr Zulauf dadurch gegeben? Also wir haben jetzt den neuen Kunstrasen seit dem Sommer 2011. Der hat nochmal dazu geführt, dass wir durchaus einige neue Mitglieder gewinnen konnten. Aber wir haben schon so viele Mannschaften, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir noch zusätzlich trainieren sollen. Schwarz und Weiß sind seit jeher die Farben des Vereins. Und deshalb nennen sich die Spieler auch die Zebras. Ja, jetzt haben wir viel über die Jugend geredet, Stichwort Herrenmannschaft. Die spielen ja in der Landesliga. Ja, was können Sie über die Herrenmannschaft sagen? Ja, wir haben ja die herausragende Situation, dass die erste Mannschaft in der Landesliga spielt und die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. So eng beieinander ist es natürlich eine tolle Perspektive für jugendliche Spieler hochzukommen. Und wir können, ich sag mal, beide Mannschaften auch untereinander Spieler austauschen, also dass jeder, je nachdem wie er gerade drauf ist, sportlich, gesundheitlich dann auch spielen kann. Noch fleißig weiter trainiert wird, gehen wir jetzt ins Vereinsheim ein heißes Getränk schlürfen.